Die Flagge Tschechiens weht in die eine Richtung, die Europaflagge zeigt in die andere. Viele Tschechen glauben, sie stehen an einem Scheideweg. Denn der Mann, der hier ins Regierungsamt ziehen soll, hat im Wahlkampf gegen die EU gewettert und das eigene Parlament in Frage gestellt. Seine Kampagne machte Andrej Babiš zum Wahlsieger. Heute übergab ihm Präsident Zeman den Auftrag, die Regierung zu bilden. Wenn das Parlament zusammengetreten ist, werde ich Andrej Babiš ohne jede Vorbedingung zum Premierminister ernennen. Das heißt, Zeman unterstützt Babišs Plan einer Minderheitsregierung. Damit reagiert der umstrittene Unternehmer auf die Weigerung der meisten Parteien, ihn zum Regierungschef zu wählen. Nur die Rechtsextremen hätten sich nicht daran gestört, dass Babiš wegen Betrugsverdachts eine Haftstrafe drohen könnte. Eine der konservativen Wahlverlierer rief dazu auf, das Parlament zu blockieren, um Babišs Ernennung noch zu verhindern. Der warnte vor den Folgen. Wir werden alles tun, damit sich das Parlament konstituieren kann. Nur so können wir den Haushalt und unsere Rentenerhöhung auf den Weg bringen. Einmal ernannt, wird der Selfmade-Milliardär Andrej Babiš wohl alles tun, um Regierungschef zu bleiben. Nur einen Stimmenkauf im Parlament schloss er heute schon einmal aus. Auch als Chef einer Minderheitsregierung könnte er auf europäischer Ebene seine Vetomacht nutzen, zum Beispiel für neue, breitere Allianzen gegen die bisherige Flüchtlingspolitik.